immer, wenn die Floorballer des UHC auf den MFBC Leipzig treffen, wird es spannend und laut in der Halle. So auch am Samstag in der Weißenfelser Inge-Schanding-Halle in Weißenfels-West. Rund 400 Zuschauer hielten den Lärmpegel hoch, die beiden Mannschaften sorgten für die Spannung. Vor allem die Weißenfelser Zuschauer waren gespannt, wann denn ihre Jungs endlich in ihr Spiel finden. Fast die Hälfte der Spielzeit lagen sie immer wieder hinter den Gästen. Erst in der 27. Minute gelang Philipp Weigel der entscheidende 3:3 Ausgleich. Nun schien der Knoten geplatzt und der UHC zeigte das, was seine Fans von ihm erwarten. Ich denke, es war eine ziemlich knappe Partie. Also es ist ziemlich lange her, dass wir einen Gegner hatten, der uns wirklich gefordert hat. Vor allem die ersten 30 Minuten, also die Hälfte vom Spiel, so viele Konter bekommen und so viele einfache Fehler gemacht, das war absolut unnötig. Ich denke deswegen, das war eigentlich der Hauptgrund, warum das Spiel so lange spannend gewesen ist. Im Endeffekt waren es, glaube ich, 6 Tore Unterschied oder sowas, ist okay. Aber wie gesagt, es ist extrem lange her, dass uns irgendwie Gegner wirklich gefordert hat. Und das war Leipzig heute. Ab Mitte des zweiten Drittels stand den Leipzigern dann der gewohnte Meister gegenüber, der zum Ende des zweiten Drittels mit dem Spielstand von 8:4 das Spiel wohl endlich in der Hand hatte. Doch die Leipziger gaben sich noch nicht geschlagen. Leipzig, schöne Mannschaft, die gut spielen kann. Viele gute Spieler, heute waren es relativ viele Junge, also ich kannte wenige davon. Dafür waren 2 Spieler noch verletzt, die nochmal eine Schippe drauflegen können. Aber Leipzig ist immer, erstmal ist es immer Derby und zweitens sind es ja wirklich eine Mannschaft, die eigentlich immer in die Playoffs kommt und immer vorne mitspielt. Vorne mitzuspielen gelang den Leipzigern im letzten Drittel immer seltener. Weißenfels nutzte seine Chancen und erhöhte den Spielstand bis zum Ende der Partie auf 12:6. Damit ist der UAC weiterhin ungeschlagen und verdient auf Platz 1. Der MFBC Leipzig rangiert hinter den Red Devils Wernigerode auf Platz 6. Am kommenden Wochenende müssen die Weißenfelser zum Viertplatzierten nach Berlin, bevor sie am 5. Dezember die Red Hawks aus Kaufering in der Stadthalle begrüßen dürfen.